So, da wären wir wieder. Also, was mache ich jetzt? Ich habe gleich ein bisschen was zu reden. Also, nachzudenken und dabei zu sagen, was ich denke. Ich sollte nebenbei irgendwas Produktives tun. Ich könnte Kupfer in die Kisten schmeißen. Nein. Wie viel Giftkapseln haben wir? Wir brauchen mehr Giftkapseln. Okay, ich konzentriere mich darauf, Giftkapseln herzustellen und ein bisschen Ressourcen in uns herzuschieben. Was ich nebenbei sagen wollte. Die Reihenfolge. Eben gerade am Ende der letzten Folge, für euch jedenfalls, hatte ich aufgelistet, was ich alles wann machen wollte und so weiter. Das würde ich gerne für mich nochmal wiederholen, damit ich halt, ne, Fehler vermeide. Weil ich würde schon ganz gerne diesmal alles in einem Schwung so durchbekommen, was tierisch schwierig ist bei Factorio. Weil es passiert immer irgendwas Unerwartetes. Und das ist ja auch toll an dem Spiel. Aber die 20, 30 Folgen einbunkern, die wir hatten in der letzten Staffel, die hätten echt nicht so unbedingt sein müssen. Davon wollte ich noch mehr bauen, genau. Also Reihenfolge ist, wir erforschen jetzt Military 4 für die panzerbrechende Munition und die ganz tollen Granaten. Wobei ich bei den ganz tollen Granaten immer noch nicht so wirklich überzeugt von bin, dass wir die überhaupt nutzen sollten. Aber die Möglichkeit zu haben, sie herzustellen, ist schon mal ganz schick. Falls die Giftkapseln nicht reichen sollten, ich weiß nicht so ganz. Also die Giftkapseln sind echt super. Und mir fällt jetzt ad hoc nicht so ein, wo wir dann doch lieber die Granaten nutzen sollten. Also ja, Granaten sind Instant-Schaden. Das ist vielleicht noch ein Unterschied. Das heißt, ich könnte die Granaten nutzen, wenn zu viel auf einmal spawnt und ich das nicht klein kriege. Zum Beispiel. So, was sagt eigentlich die Karte? Machen wir eine Karte. Da war ein großer Wurm bei, das schaffe ich nicht. Da sind 4 Spawner. Da ist einer. Okay, das könnte ich auch noch nebenbei machen. Geht da lang. Ich laufe jetzt nach oben am Wasser lang und versuche den einen Spawner auch noch zu killen. Das sind dann nochmal... Wo soll ich die Dinger abliefern? Das wären dann nochmal 5, 6 Science Packs. 50, 60 Science Packs. So, du bekommst noch ein bisschen Treibstoff. Du da unten hast keins mehr. Komme ich von hier aus daran? Nee. Oh. Okay. Ich sollte vielleicht auch noch mehr Fuel Blocks herstellen bei Zeiten. Die kommen irgendwie nicht mehr so ganz hinterher. Und es wird dunkel. Natürlich wird es dunkel. Aber weiter im Text. Also, Military 4 für panzerbrechende Munition und Granaten. Wobei ich bei den Granaten nicht sicher bin, ob ich sie überhaupt einsetzen werde. Aber es ist halt schick, sie zu haben. Und die panzerbrechende Munition macht das Ganze einfach alles wesentlich angenehmer. Und ich weiß, dass ich gerade zu einer Basis hinrenne, wo... Moment mal. Ihr patrouilliert ganz schön weit aus und das gefällt mir nicht. Ah, vorsichtig. So, nach Military 4 könnten wir direkt Military 5 machen, aber ich wollte, glaube ich, irgendwas anderes machen, was dafür sorgt, dass ich nicht so squishy bin. Genau, die Powerrüstung. Und zwar die Powerrüstung MK1. Die dürfte zum einen die passiven Stats höher haben. Also die Modulare habe ich jetzt ja nicht gebaut und nicht angezogen, weil ich die ganzen Einzelteile nicht habe. Und weil die Resistenzen der Modularen genauso sind, also die passiven, wie die schwere Rüstung. Ist das überhaupt schon die schwere Rüstung? Lalala, wir könnten doch einfach erstmal die schwere Rüstung erforschen und bauen und anziehen und so, ne? Könnte schon mal ein wenig helfen. Zieh das da an. So, ja, aber bei der MK1 Rüstung müsste es ein Upgrade sein. Ich kann ja mal kurz gucken. Hier. 15, 6. Da. 7, 15, 8. So, und das ist auch eine Prozentzahl. 30%? 30%. Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergelegt. Jetzt fällt mir gerade auf, was die beiden Werte bedeuten. Also das erste könnte sein, dass er komplett 5 Schaden ignoriert. Und allgemein, also jetzt bei Acid gucke ich gerade, 5 Schaden ignoriert und 30% vom einkommenden Schaden nach den 5 Punkten reduziert. Das macht Sinn, ja.
Small, small, small. Okay, go. Okay. Also ja, die MK1 Powerrüstung kommt dann als nächstes und dann versuchen wir die ein bisschen aufzustufen und die Lasertürme sind dann der nächste Schritt. Und vor allem auch die Stromversorgung für die... Oh. Die Stromversorgung für die Lasertürme. Das wird ein guter Batzen werden. So, ich spare mir jetzt die Giftkapsel mal auf. Das ist ja doch alles... Genau, sehr schön. So, jetzt wieder eine. Mit schön durchgehend Gift da ist für alles, was respawnt. Und jetzt ist das Ding gleich auch schon kaputt. So, jetzt warten, bis sich der Giftgas verzieht. Das Giftgas. Geh weg. Ich will looten. Okay. Und ich nutze dann die Gunst der Stunde, wo ich schon mal hier hinten bin und schaue mich ein bisschen um, ob ich noch irgendwo einer Basen finde, die ich schnell töten kann. Weil die Basis jetzt hatte gar keine Medium irgendwas, weder Medium Spucker noch Balter noch sonst was. Es war alles Small. Was bedeuten könnte, dass die Balter und Spitter auf zwei verschiedenen Evolutionstimern sind. Also ja, die Balter sind jetzt schon auf der zweiten Stufe mit den Medium-Dingern, aber die Spitter halt nicht. Oh, was sind zwei? Drei. Small, small. Ich glaube, das riskiere ich mal. Ist okay. For Science und so. Oder For Science Punkte. Oh, da ist ein Einzelner. Mach doch den Einzelnen lieber zuerst. Das klingt ein bisschen sicherer. Okay. Nummer 1. Oh, oh, nicht giften. Okay. Oh ja, das scheint so gut zu laufen. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie viele... Oh. Das war, glaube ich, wieder Medium. Wie viele Science Packs ich brauche, um quasi bis zu dem Content zu kommen, der mich stark genug werden lässt, später auch die richtig großen Sachen zu zerstören. Damit halt diese Blockade, die ich in der letzten Staffel hatte, nicht eintritt. Das werden sehr viele sein, da bin ich mir relativ sicher. Weil wir hatten in der letzten Staffel ja auch zwischendurch gefarmt und wir hatten halt diesen Vervierfachungsbonus da, den gefühlten. Den haben wir jetzt nicht. Da oben ist was Kleines. Ist nur eine Würmerkolonie, okay. Was ist das da unten? Da haben wir Kristalle. Da ist wieder ein Spawner. Und... Na gut, gucken wir mal. Die andere Basis akkut nämlich gar nicht. Das ist sehr gut. Bloß nicht euren Freunden helfen. Das sollten sie an der KI aber noch ein bisschen drehen. Dass der Aggressionsradius von denen größer ist, wenn irgendwelche Einheiten, die zu der Rasse gehören, angegriffen werden. So. Den haben wir gleich kaputt. Sind wieder Science Packs. Wow, 5. Oh, 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 oh. Ja. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich schnapp mir die Science Packs. Die also Artefakte, die 2 und geh weg. Nichts geakkupt, okay. Dann haben wir nicht mehr viel Tageslicht. Ich spüre es in meinen Knochen, dass es bald dunkel wird. Auf die Uhr kann man sich nicht mehr verlassen. Ja. Dann die Dreierbasis da oben. Wie viele haben wir jetzt schon? 41. Das ist schick. Oh, da könnten wir die Roboter auch schneller machen und mehr tragen lassen und überhaupt die besseren Roboter erforschen. Und ja... Oh. Das sind alles Medium. Das schaffe ich nicht. Okay. Dann Karte. Dann gehe ich einmal hier oben rum. Dann decke ich das auf, was ich ja eh immer machen sollte, damit ich weiß, was da oben ist. Und einer und zweier Basen sind denn Ziele. Außer es ist halt wieder oben alles voll mit Medium-Dingern. Das kann ich denn knicken. Und vielleicht hätte ich doch ein Auto bauen sollen. Also das gepanzerte Auto war ja in der letzten Ditec-Version sehr langsam geworden. Aber es ist ja auch ein gepanzertes... Oh, oh. Gepanzertes Auto. Vielleicht ist das normale Auto jetzt wieder so schnell wie das Vanille-Auto. Dafür hält es nichts aus. Käme ich aber wenigstens ein bisschen schneller voran. Komm.
Das sind viel zu viel zu viele. Naja, nördlich vom See haben wir also auch eine größere Bedrohung später. Nicht Akron. Nicht Akron. Überall Gold und Kobalt. Und da ist eine Einerbasis. Daneben ist aber noch was und daneben ist auch was. Und wenn jemand zwei größere Brüder hat, dann sollte man sich nicht unbedingt mit ihm anlegen. Dass man weiß, was man tut. Deswegen lasse ich dich mal in Ruhe. Na komm, lass mich da durch. Und da ist irgendwo eine Basis, die will ich nicht. Da, da ist eine Zweierbasis. Zweierbasis sollte gehen, oder hatte ich die schon geprüft und hatte die Medium weiter gehabt? Ich glaube, letztes Mal, als ich hier war, war es auch Nacht, kann das sein? Da hinten. Ja, Medium. Ich habe nur noch 6, kann ich mehr? Nein. Ah, es wird, glaube ich, hell. Small Spitter, Small Biter. Also es sind nicht nur... Oh, jetzt kommen die schon alle. Ich bin tot. Tot, 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 tot. Weg, 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 weg. Bin ich tot? Viele Giftkapseln. Ich habe noch eine. Okay. Lebenspunkte sehen auch nicht so prall aus. Da kommt was. Komm, den Spawner noch mal kaputt kriegen. Wird es nächstes Mal viel einfacher sein, hier durchzukommen. Warum kommt das im unteren da? Oh. Unteren da nichts. Ah. Raus. Okay, mit dem will ich mich nicht anlegen. Da sind jetzt 6 Alien-Artefakte. Macht schon wach, wenn das so knapp ist. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Da, das heißt, wir gehen jetzt Chips holen. Zeug für noch mehr grüne Chips holen. Dann machen wir den restlichen Spawner kaputt. Holen uns die Alien-Artefakte und freuen uns den Keks. Ja, das klingt gut. Also dazu. So. Ja. Die Mauer. Ja, habe ich die alle schon verbaut? Ja, 42 Mauern, das reicht nicht. Also, wir holen uns die Sachen für noch mehr Giftkapseln. Wir holen uns die Steine, beziehungsweise die Steinbricks für noch mehr Mauern. Wir stellen Mauern her, wir stellen Giftkapseln her. Wir überprüfen die hellblaue Trankproduktion, die stockt hier öfters mal. Wir versuchen Stahl herzustellen. Und ich denke... Wir können immer noch nicht expandieren. Also mit expandieren meine ich die Eisenproduktion, weil die da kriegen wir nicht geknackt, denke ich. Aber wir können jetzt ja hier das abzwacken. Das heißt, ich werde jetzt keine neuen Eisendrills da aufbauen. Wir werden das schön beschränken auf die Anzahl, die wir jetzt da haben. Ich glaube, das sind 6 oder so. Und wenn die irgendwann alle sind, dann stellen wir die gleichen 6 auf dem anderen Feld woanders hin. Aber wir sorgen dafür, dass halt immer nur 6 bleiben, damit der Smog so bleibt, wie er ist. Und wir nicht dafür sorgen, dass die da links schnüffeln. Weil Medium-Biter sind jetzt schon ein Problem. Wenn da jetzt plötzlich noch ein Big-Biter dazukommt, dann ist wieder, ne, ein Bunker angesagt. Nimm, nimm. So. Oh. Das ist jetzt nicht gut. Kurz Fuel-Blocks holen. Ja, Fuel-Blocks. Ah, ich habe eigentlich so viele Sachen, die ich in der Basis machen müsste. Also, wie man sehen kann. Ich müsste eigentlich die Forschung jetzt umschwenken von Militär auf eher wirtschaftliche Sachen. Fuelblocks wollte ich holen. Wirtschaftliche Sachen, damit wir das Schweröl in leicht umwandeln können, damit wir mehr Fuelblocks haben und so weiter und so weiter. Aber ich habe gerade so schön Schwung. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt den Schwung nicht beibehalte, wird es später problematisch. So, ihr habt gerade frische Fuelblocks bekommen. Die da brauchen jetzt noch alle. 1, 2, 3, 4, 5. Also 6 Stück sind es, die hier am Eisen rumknabbern. Und das ist echt noch eine ganze Menge, wo mir gerade so auffällt. Muss ich mir gar nicht so viel Sorgen machen.
Dann wollte ich noch Eisen holen. Wollte Eisen hier oben reinschmeißen, aber nicht alles. Wo ist mein Stahl? Ah, der Giro in der Vergangenheit hat keinen reingepackt, also habe ich jetzt keine. Das ist nicht gut. Ja, also Stahl jetzt langsam doch automatisieren. Also Plan für die nächsten Folgen. Das Ding jetzt zerstören. Die Mauer hier weiterbauen. Die Würmer zerstören. Das scheint mit dem Gift ganz gut zu klappen. Wobei, da ist ein Big Bite dabei. Eventuell one-hittet der mich. Das muss ich dann gucken. Aber ja, das Gebiet dann hier abzustecken. Vielleicht nicht bis da unten, weil das ist zu nah an der Basis. Aber so bis hier, dass das Grizzle-Zeug da noch mit drin ist. Ich glaube, das sind Kristalle. Bis da die Mauer. Und dann wirklich Strom. Strom, Strom, Strom und Fuel-Blocks, Fuel-Blocks, Fuel-Blocks. Sonst schaffen wir das niemals, Angriff im Stand zu halten. Und zigtausend Tonnen Lasertürme aufbauen. Ist happig. Aber ich habe gerade ein richtig gutes Gefühl, dass wir nicht in diese Sackgasse kommen, die wir in den letzten Staffeln hatten. Mag ich ja schon fast sagen. Was war denn in der davor auch ähnlich? Dass wir in der Phase waren, wo wir Alien-Artefakte brauchen, um Alien-Artefakte zu bekommen. Und der Übergang war halt immer recht problematisch. Aber ja, soweit so gut und wir sehen uns gleich wieder.